Hallo, liebe Campingfreunde. Ich wünsche ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr. Ich bin wieder bei meinem Wohnmobil-Profi und ja, wir haben hier den Malibu Van Diversity 600 DBK. Ja, das 600 steht für die Länge, 6 Meter, das DB für Doppelbett, Querbett und das K für Kompressor. Ja, schick in Schwarz, tolle Farbe. So, und die Tische und Stühle, die kann man gegen Aufpreis erhalten, also sind in diesem Fahrzeug mit drinne. Und wir haben hier eine tolle Markise von Dometic. Und der Vorteil, die ist richtig kompakt. Schaut mal da oben. Also wenn die denn geschlossen ist, ist das ein richtiger kompakter Kasten. Ja, wir haben hier den Einfüllstutzen fürs Wasser. Und auf der Fahrerseite seht ihr, wir haben eine Truma Gasheizung hier. Hier ist der Landstromanschluss und der Zugang zur Kassette. Jetzt seht ihr, die Toilette ist jetzt versenkt. Also wenn wir nachher reinschauen, dann sieht man das. Da kann man dann bequem duschen. Jetzt müsste die Kassette in die Mittelstellung, also die Toilette in der Mittelstellung gebracht werden. Das zeige ich euch auch, damit ihr nachher die Kassette entnehmen könnt. Also so ist es natürlich nicht möglich. Ja, hier seht ihr, das sind eigentlich vorgehängte Fenster. Hier gibt es noch einen Rahmen drumherum. Und hier hinten haben wir auch die vorgehängten Fenster. Wir schauen mal gleich mal hier hinten rein. Und ihr seht ja, Malibu-typisch den doppelten Boden. Und hier ist es die Taschen für den Tisch und die Stühle. Diesen doppelten Boden kann man natürlich rausnehmen und dann könnt ihr auch noch mehr laden. Aber es ist natürlich praktisch. Hier kann man schön was unten reinpacken, oben dann nochmal die Euroboxen drauf. Ich finde das richtig praktisch. Wir haben hier an der Seite, seht ihr diesen Schutz, damit man hier mit den Ellbogen oder mit den Händen nicht reinkommt, wenn man schläft. Finde ich sehr gut. Man kann das Teil natürlich auch rausnehmen, wenn man möchte. Und so rum haben wir dann ein Fliegengitter. Ihr seht das, richtig schön verkleidet hier an der Hecktür. Wir haben hier den Gaskasten. Schaut mal, da passen 211 Kilo Gasflaschen rein. Wir haben hier direkt darüber den Luftausströmer. Dann strömt das hier nach links und nach rechts. Und dann hat man hier gleich so eine Warmluftbarriere hier. Gerade an der Hecktür ist das richtig praktisch. Ja, und wir sehen hier einen tollen Lattenrost haben wir hier. Das ist dann auch klappbar. Also wenn ihr was laden wollt, dann klappt ihr das einfach hoch. Wir gucken uns das mal auf dieser Seite an. Nehmen wir die Matratze rüber. So, hier gibt es eine Besonderheit. Hier kann man das zweifach klappen. Und zeige ich euch das mal hier. Weil hier drunter könnt ihr das mit einem Aufsteller aufstellen und dann seht ihr gleich einen Kleiderschrank. Und dahinter ist nochmal ein Schrank, den man aber auch von der Seite beladen kann. Hier sind ein paar Druckknöpfe. Hier könnte man auch von hinten den Kleiderschrank beladen oder Sachen entnehmen. Das geht. Ja, und wenn wir das zurückklappen, dann kommen wir von der anderen Seite an das Revisionsfach für den Frischwassertank. Hier könnt ihr ein Fahrwasser noch einstellen, die 20 Liter. Dann haben wir hier eine extra Matratze, die ist so ausgeformt, passt so richtig schön rein. Das Bett messe ich euch mal von innen aus. Wir können hier schon mal noch schauen, die oben rundrum, also mit Oberschränken bestückt ist das Fahrzeug. Wir haben hier hinten eine USB-Steckdose. Hier haben wir einen Lichtschalter für das hintere Licht. Und dort kann man nochmal die beiden anderen Lampen getrennt schalten.
Wir haben hier ein Ablagefach und da oben haben wir die Halterung für die Markisenkurbel. Ja, interessantes Fahrzeug. Dann gehen wir mal nach vorne und schauen mal, wie es innen aussieht. Hier vorne seht ihr gleich das M für Malibu mit dem indirekten Licht, mit den Lichtleisten, sehr schön. Wir kommen hinein und sehen das tolle Holz. Also finde ich persönlich im Malibu hier ganz angenehm mit dem hellen Teilleder und den Sitzbezügen. Das findet ihr auch für den Vordersitzen auch wieder. Ja, wenn ich mich jetzt reinsetze auf den Beifahrersitz, dann sehen wir haben nach hinten eine durchgehende Blickachse. Also hier ist nichts verbaut, kein Kleiderschrank, kein Kühlschrank. Verbaut hier die Blickachse. Sehr schön. Wir haben auch richtig viel Platz. Wir sind ja in einem 6 Meter Fahrzeug hier. Und die Dinette wirkt richtig großzügig. Schaut mal. Da setze ich mich doch gleich mal rein. Ja, man kann den Tisch auch noch ein bisschen nach vorne nehmen. So. Ich sitze hier richtig angenehm. Zur Seite fällt der Sitz nicht so ab. Also ich habe hier sehr viel Halt. Nach hinten ist es ja relativ gerade, aber es geht. Man kann hier ganz gut sitzen. Ich setze mich mal hier weiter rüber. Nehme mal das Kissen weg. Und habe nach oben ja gerade so Platz. Ich bin 1,80. Ich kann mich hier so in die Ecke kuscheln und dann kann man das schon eine längere Tour aushalten. Also ist so ein bisschen schräge, nicht so gerade wie alle anderen. Finde ich gut. Ja, ich messe euch mal diesen Tisch aus. Der sieht richtig groß aus. Wir haben hier eine Tischlänge von 91 cm und eine Tiefe von ca. 55 cm. Ja, wir haben hier auch so einen Alternativtisch. Oh, der geht aber super einfach. Und mit dem haben wir eine Länge von ja, 1,20 Meter. Ich nehme mich mal rüber und dann zeige ich mal, wie derjenige Platz hat, der auf der Beifahrerseite sitzt. Das sieht doch ganz gut aus. Könnt ihr noch ein bisschen rumschwenken, wenn ihr wollt, nach vorne. So, dann sieht es noch ein bisschen besser aus. Ja, wir haben hier unter den Schränken Lautsprechern. Dann haben wir diese Lampen. Sieht sehr ansprechend aus. Wir haben hier auch so Vorhänge. Hier genauso. Und natürlich haben wir auch hier die Verdunklung und das Liegengitter. So, dann kann man wieder zuziehen für mehr Privatsphäre. Ja, und der Tisch lässt sich super einklappen. Ja, ich werde mal das Dinettenmaß hier nehmen. Das würde mich mal interessieren. So, wir haben hier ein Dinettenmaß von 1,16 Meter und Dinett auf halbe Höhe, halbe Sitzhöhe. Da haben wir 98,5 cm. Ja, und zeige ich mal die Oberschränke. Die sind sehr tief. Genau, und dann auch hinterlüftet durch diese Polsterung. Wir haben hier so Ablagen, die gegen Herausfallen gesichert sind. Und hier oben das von vielen geliebte Fach mit einer großen Klappe. Ja, da passen eure Jacken rein und was ihr sonst noch mitnehmt. Und hier oben haben wir gleich ein großes Aufstelldach, ein Kurbeldach. Seht ihr das? Da kann man natürlich auch Fliegengitter oder verdunkeln. So. Richtig schön. Und was ihr vorne seht, wir haben hier schon den Fiat Ducato 8 verbaut mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe.
Ich erkläre euch das in einem anderen Video, das verlinke ich euch jetzt oben mal. Dann brauche ich hier nicht viel zu erzählen, da ist es wunderbar erklärt in dem Video. Ja, und dann schauen wir den Eingangsbereich ein. Wir haben hier Trittstufenschalter, Lichtschalter und eine 230 Volt Steckdose. Außerdem haben wir hier noch eine Arbeitsplattenverlängerung. Ja, dadurch haben wir noch mal zusätzlich Platz und die sieht richtig stabil aus und die lässt sich mit einer Hand auch wieder absenken. Ich zeige euch mal den Mechanismus darunter. Schaut mal, das haben sie doch toll gemacht hier. Ja, und über der Schiebetür, wir haben ja eine 100 Wattstunden Super B Lithium-Batterie verbaut. Wir haben hier das Truma-Bedienteil, das auch iNet ready ist. Und wir haben das Malibu-Bedienteil. Hier könnt ihr die 12 Volt ein- oder ausschalten. Dann könnt ihr hier anscheinend das Radio einschalten. Und dann habt ihr hier könnt ihr Aufbaubatterie, Frischwassertank, Abwassertank und die Fahrzeugbatterie ablesen. Ja, alles vorhanden, was man braucht, auf einen Blick. Dann sind wir auch schon bei der Küche. Ja, wir haben hier einen Zweiflämmer mit Piezozündung. Und ich denke mal, da kriegt man schon relativ große Töpfe rauf. Lässt sich auch gut auswischen. Wir haben hier eine Abwäsche. Ja, die ist relativ groß. Wir haben einen schönen Wasserhahn. Da kann man schon den einen oder anderen Topf mit abwaschen. So. Kommt die Abdeckung wieder rein. Hier drüber haben wir eine 230 Volt Steckdose. Hier eine Beleuchtung, die ordentlich Licht bietet. Und darüber ist noch eine Beleuchtung. So, wenn ich jetzt den Schrank aufmache, dann wird das Licht leuchtet in den Schrank rein. Das ist sehr schön gemacht. Und wir haben hier einen tiefen Schrank. Hier passen auch größere Teller rein und Tassen. Ja. Und daneben, da haben wir erstmal hier eine Ablage direkt über den Kompressorkühlschrank. Und hier einen Schrank, den man zu beiden Seiten öffnen kann. Schaut doch mal. Das ist doch richtig toll. Da könnt ihr eure Tasten, Gläser oder was ihr wollt, schön verstauen. Und natürlich diese schöne Ablage. Also Ablagen hat man nie genug. Und hier ist der Kompressorkühlschrank mit Eisfach. Ja, wir haben hier auch noch mal so einen kleinen Schutz. Und hier drunter unter dem Bett haben wir schon den ersten Kleiderschrank, den ich euch von hinten gezeigt habe, wo man auch von oben ran kann, wenn man die Matratze und die Klappe hochnimmt. Wir haben hier drüber einen Lichtschalter. Hier kann man die Lichter noch einzeln schalten. Da seht ihr das noch mal. Und wir haben hier an der Seite ganz, ganz große Oberschränke, schaut überall mit diesen luftdurchlässigen Polster, dass das schön hinterlüftet ist. Wir haben da oben in den Ecken tolle Ablagen, die gegen Herausfallen gesichert sind. Und in der Mitte haben wir noch mal ein großes Fach. Ich komme hier ran. Schaut mal, das ist riesig. Und da noch mal die Ablage. Und hier noch ein großes Fach. Ja, da haben wir doch richtig schön Platz, um einiges mitzunehmen. Da oben seht ihr ein Heki. Also wir haben hinten Fenster, an den Seiten im Kopf- und Fußbereich keine Fenster. So, jetzt nehme ich mein Messgerät mal und messe euch das Bett aus. Das sieht ordentlich breit aus. Wir haben hier eine Breite, 1,61 Meter. Und bei der Toilette
Da war immerhin noch fast 1,50 Meter. Bettlänge ist nochmal interessant, denke ich. Dadurch, dass sie gepolstert ist, geht hier natürlich ein bisschen was weg. Wir haben ja 1,92 Meter, aber immerhin noch recht groß. Sieht gemütlich aus. Tolle Matratzen. Sehr schön. Ja, und jetzt kommen wir zum Bad. Das Bad finde ich persönlich auch sehr interessant. Wir haben hier als erstes so eine geteilte Schiebetür, die man hier verriegelt. So, dann kann man die rüberschieben. Und man hat einen sehr großen Durchgang. Ich messe euch das einfach mal aus, weil das ist so breit. So, wir haben hier circa 52 cm. Das ist ja der normale Durchgang hier auch. Guckt, wir haben hier, glaube ich, ja auch 52 cm. Also ich kann hier in voller Breite durchgehen und in voller Breite ins Bad gehen. Wir haben hier alles abwaschbar zum Duschen nachher. Ihr seht, die Toilette ist jetzt verräumt zum Duschen. Und ihr seht unten zwei Abflüsse. Und überall solche Rinnen, die natürlich auch gleichzeitig, wenn ihr das hier zumacht, dann kommt da beim Duschen kein Wasser hin. Also ihr braucht den Spiegel hinterher nicht putzen und das Waschbecken, das bleibt alles trocken. Und die Toilette bietet jetzt natürlich auch richtig viel Platz, weil sie versenkt ist. So, jetzt habt ihr die mittlere Stellung, um die Kassette zu entfernen. So, und so könnt ihr euch auf Toilette setzen. Das mache ich mal für euch. Ja, dann kann ich die Schiebetür zumachen. Und ich habe genug Beinfreiheit hier. Also kann hier ganz entspannt sitzen. Das Einzige, ich muss hier so ein bisschen quer sitzen, weil ich hier das Waschbecken als Auflage nutze. Ansonsten habe ich richtig viel Platz. So, jetzt verräume ich nochmal die Toilette. Könnt ihr mir dabei zuschauen, da dreht man einfach diesen Hebel, fertig. Und das kann man noch ein bisschen abdecken zum Duschen. Schaut mal. So, ich bin 1,80 und habe, naja, drei Finger breit oben nach oben Platz. Dann haben wir natürlich hier noch das Heki, könnte man sich auch noch unterstellen. Gut, das ist jetzt nicht das Größte, aber es hat eins. Und ich habe ordentlich Platz zum Duschen. Die Toilette hat hier zwei Türen. Damit die andere Tür dann nicht Wasser abbekommt, gibt es hier noch eine extra Lamellentür. Ich zeige euch das von innen nochmal. So, schließt ihr das. Und dann schließt ihr das hier. So. Und jetzt ist es komplett geschlossen hier. Schön. Und das geht ruckzuck und die Lamellentüren sind auch total einfach zu schieben. Da seht ihr die Duschbrause mit einem extra Wählhebel für warm und kaltes Wasser. Wir haben hier einen Schrank unter dem Waschbecken und darunter ist Platz für die Toilettenrolle, fürs Toilettenpapier. Ja, hier habt ihr noch ein paar Fächer, die gegen Herausfallen gesichert sind. Hier oben ist da auch noch die Möglichkeit, Duschgel reinzustellen. Ja. Schönes Bad. Hier ist der Lichtschalter. 230 Volt Steckdose für den Föhn. Gefällt mir. Ach, was ich noch vergessen habe. Wir haben hier noch einen Einstieg fürs Bett, damit man da ganz bequem reinkommt. Das kann man zwar nicht öffnen, aber das kann man von der Trennwand abschrauben, wenn man das nicht möchte. Oder man kann die Trennwand herausnehmen. Ja, zeige ich euch vorne die Dinette nochmal. Wir haben hier unter der Dinette einen ganz großen Auszug. Ihr seht es. Wir haben hier noch einen Müllbehälter gleich. Das finde ich sehr praktisch. Das Ding ist ja riesig.
Wir können die Dinette auch hochnehmen, seht ihr? Die Matratze, und da habt ihr noch mehr Ablagemöglichkeiten. Und unter dem Tisch habt ihr einen riesen Stauraum. Den öffnet ihr und dann könnt ihr die Klappe nach oben öffnen mit Aufstellen. Und ihr kommt jetzt super ran hier. Das Tischbein, das stört nicht. Wir haben hier richtig massive Scharniere, wie im ganzen Fahrzeug. Und ihr seht, wenn es verriegelt wird, dann hält diese Platte auch fest und kann nicht verziehen, ist immer total eben. Und hier beim Malibu haben wir auch den Vorteil, ihr seht im vorderen Bereich, wenn da jetzt einer auf der Beifahrerseite sitzt, der hat ein bisschen mehr Fußraum hier. Ansonsten hängen die Füße ja immer in der Luft. Aber da hat Malibu sich gesagt, komm, wir ziehen mal den Kasten weiter rüber. Und er stört hier aber auch nicht beim Durchgehen. Ja, schönes Fahrzeug. Also die Kissen. Bettlaken, Spanntuch und die Decke. Das gehört hier alles mit dazu. Schaut mal. Malibu Schriftzug. Das Fahrzeug hat natürlich auch eine Verdunklung. Wie ihr seht, könnt ihr das hier so rüberziehen und dann von der anderen Seite, und dann wird es in der Mitte mit Magneten gehalten. Genauso hier an der Seite. Und relativ einfach zu bedienen. Ja, hier unter seht ihr das Bordwerkzeug. Das könnt ihr natürlich auch noch woanders hinpacken. Was hier immer schön ist, diese Luftausströmer, die gehen bis vorne durch und bieten gerade hier an der Seite richtig schöne Warmluft, weil hier zieht es beim Ducato immer und das wird damit ausgeglichen. Habt ihr schöne warme Füße. Ja, und auf der Fahrerseite schauen wir auch noch mal drunter. Hier haben wir den Schaut Elektronikblock mit den Sicherungen verbaut. Und hier ist auch wieder so ein Luftausströmer. Schön. Dann werden die Haxen richtig warm. So, jetzt wurde von innen mal aufgemacht. Diese Fenster müsst ihr hier feststellen. So. Ja, Malibu sagt, dadurch, dass das vorgehängte Fenster sind, habt ihr natürlich viel größere Fenster. Diese Größe gibt es bei den Rahmenfenstern nicht. Und ihr seht, wir haben hier die Auflage von den vorgehängten Fenstern in so einer Gummidichtung. Also ist nochmal zusätzlich abgedichtet und der Rahmen bildet natürlich auch nochmal eine Umrandung, damit es weniger Fahrgeräusche gibt. Und natürlich der Vorteil bei diesen Rahmen, die Einbrecher haben jetzt nicht mehr so eine Handhabe von der Seite. Es ist ein wenig geschützter dadurch. Ja, liebe Campingfreunde, dann kommen wir doch mal zum Preis. Das Fahrzeug, wie es hier steht, mit der Ausstattung, kostet hier 69.429 Euro. Ich werde euch jetzt die Ausstattung nochmal in Auszug einblenden, damit ihr auch seht, was hier alles in diesem Fahrzeug enthalten ist. Ja, liebe Campingfreunde, und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst mal einen Daumen hoch. Und möchtet ihr noch weitere Videos von diesem Kanal anschauen, abonniert diesen Kanal und bitte die Glocke nicht vergessen. Also, bis bald. Viel Spaß hier noch im Autohaus Busse, den Wohnmobilprofi für Schwerin und Umgebung.